Heute sitze ich hier und nicht nur als Präsident von Eintracht Frankfurt, sondern auch mit einem Aufruf, auch mit einer Forderung in unsere unglaubliche Fangemeinde, mit der wir, und da gehe ich Jahre zurück, viel erlebt haben, viel erreicht haben. Und am Ende stand immer eins: ein großer Zusammenhalt, eine Riesensolidarität. Und wie oft hat uns die Kurve und die Fans mit ihrer Kraft und mit ihrer Energie uns als Eintracht Frankfurt gut getan, und wie oft hat uns die Kurve gerettet. Und deshalb bin ich heute, der genauso ein ambivalentes Verhältnis hat, der genauso ein Stück weit auch Enttäuschung in sich hatte, aber der zurückblickt auf 2 Jahre, die geprägt waren von einem Riesenerfolg. Nürnberg, Gänsehaut. Erste Liga spielen dürfen, Gänsehaut. Nach Berlin fahren dürfen, Gänsehaut. Erinnerungen, Bilder, die niemand in meinem Kopf nimmt. Wer hat diese Bilder getragen? Wer hat diese Bilder gestaltet? Wer hat das gegeben, was in mir ist? Leidenschaft, Sehnsucht, Rückblick. Unsere Fans, unsere unglaubliche Eintracht-Familie. Und auf diese Eintracht-Familie setze ich jetzt, jetzt, wo wir die Chance haben. Halbfinale, vielleicht der Weg nach Berlin. Europa, die Möglichkeit, die letzten Punkte einzufahren, um Europa zu zeigen, was Eintracht-Fans leisten können. Und es geht nur, wenn wir alle gemeinsam, jeder für sich, alles vergisst, allen Unmut, alle Verletzungen und es nur eines unterstellt: diesem wunderbaren Verein, dieser wunderbaren Mannschaft, dieser Energie, dieser Leistung. Das ist das, was ich erwarte. Und das ist auch genau das, was ich fordern will und fordern kann.